Hi Leute und entschuldigt, dass mein PC ein bisschen langsamer ist. Das ist der nächste Teil für 3D Game Studio, wie versprochen, was über Terrain und wieder. Oh, so ein Ärger. Habe ich nichts über den Skript gemacht. Und das hoffentlich geht jetzt auch ganz schnell. Das letzte habe ich viel zu lang gezogen für das, was am Ende gar nicht richtig rauskam. Aber, naja, ist ja auch egal. Also jetzt zeige ich euch auf jeden Fall mal, wie das geht, wenn man einen eigenen Terrain erstellen will. Und, ja, damit fängt man natürlich. Das macht gerade mein letztes. Als erstes, das ist das Wichtigste, was man im Prinzip machen muss, macht man eine Heimmap. Und zwar sieht das so aus. Es gibt dafür auch Programme, die heißen zum Beispiel Terra oder sonst wie. Das ist aber auch egal. Man wählt dann hier die Farbe aus. Grau und Weiß ist das Beste immer. Und geht dann bei Paint.net auf Effekte, Wiedergabe und Wolken. Das geht auch mit GIMP oder sonst was. Ihr müsst dann einfach mal schauen, wo das ist. Und das sieht dann so aus. Die grauen Stellen stehen dafür, wie weit es runtergeht, und die weißen Stellen die Höhenstellen. Das kennt ihr sicher auch von Landkarten, von einfachen Landkarten. Da sind die braunen Stellen immer die ganz nach oben und die umso grüner, umso tiefer geht es im Wasser, es ist umso blauer, umso tiefer und so weiter. Das Ganze kann man natürlich auch skalieren. So zum Beispiel wäre es nur ziemlich gering. So ist zum Beispiel eine ganz extrem bergige Landschaft, wo es immer hoch und runter geht, gezackt. Wir wollen das jetzt ziemlich locker haben, Grobheit auch nicht so stark, sonst wäre das so extrem. Also so ungefähr. Gehen wir hier ein bisschen zurück. So ist ziemlich gut. Und gehen auf OK. Das Ganze speichern wir dann unter, am besten als TGA-File, so mache ich das immer, weil das ist ein Format, das kennt MED ziemlich gut. Und das ist dann unsere Heimmap. So, und da wir dazu jetzt im Prinzip, das lasse ich erstmal weg, das machen wir gleich, wir wollen dann nämlich auch eine Textur am Ende zuweisen, dann geht man hier hin. So, im MED geht jetzt auf File, oder File, und geht auf Import und dann auf Terrain from Image, also ein Terrain from einem Bild, das ist dann die Heimmap, und sucht dann auf dem Desktop das die Heimmap, das ist das hier. Klickt einfach auf OK, weil das muss jetzt nicht groß verändert werden. Und ihr seht schon, der hat tatsächlich euch jetzt ein dreidimensionelles Terrain erstellt, was jetzt die bergige Landschaft hat. Ihr seht schon, die weißen Felder sind die nach oben gegangen sind, die grauen, die für Tiefe stehen. Kann man natürlich auch viel extremer machen, zum Beispiel, dass man dann echt so einen Riesenberg hat an einer Stelle oder so. Das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber sowas in der Art solltet ihr hinkriegen. Ihr könnt auch unter anderem, das ist auch eine Möglichkeit, ja, da meine Videos, kann man zum Beispiel auf, wo habe ich das, auf Terminal 26, das ist eine Internetseite, Terminal 26, da gibt es zum Beispiel kostenlose Models, muss man sich nur anmelden, also kostenlos registrieren, das geht aber auch, das ist kein Problem. Ich gehe dann hier auf Terrains und wenn ihr euch die runterladet, also zum Beispiel so ein Free Terrain, dann kriegt ihr dabei immer nur eine solche Heimmap, wenn ihr die runterladet, und nicht so ein fertiges Terrain. Und das geht dann im Prinzip genauso, die haben dann ein fertiges Terrain. Die Heimmap davon und haben dazu dann noch das Bild. Also hier diese Heimmap, seht ihr ja hier. Und dann den passenden Skin dazu, den ihr dann im Prinzip reinschließen müsst. Und schon ist es wie hier, sieht es dann so aus. Und das werde ich euch jetzt zeigen, wie ihr dazu noch einen passenden Skin kriegt. Zum Beispiel gehen wir jetzt ins Internet mal auf Google. So. Und gehen dann auf Bilder. Nehmen mal Gras. So. Und nehmen mal das hier, das sieht immer gut aus. So, geht auf Bild kopieren. Und jetzt müssen wir natürlich ein Bild in der ähnlichen Größe nehmen. Das heißt eigentlich am besten sogar in der gleichen Größe. Man kann das auch kleiner machen, aber dann zieht ihr das so riesig und das sieht bescheuert aus. Und Hauptsache ihr habt das am Ende. Ist jetzt egal, wenn ihr jetzt nicht ganz mitkommt, was ich jetzt hier gerade mache. Ich kann das im Prinzip jetzt auch gerade mal kurz langziehen. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles so eins zu machen. Sieht jetzt grässlich aus, aber ist egal. Und das ist jetzt unser High-Pick, unser für die Dings das Bild. Und dann gehen wir jetzt hier, wie das letzte Mal auch schon, auf Manage Skins. Wir wollen das Ding ja nicht animieren. Ich glaube, das geht sogar gar nicht bei Terrains. Und gehen dann auf Skin Settings. Gehen dann auf Texture, Texture File. Hat er keine ausgewählt. Gehen wieder hier hin. Und gehen dann hier runter auf High. Ja, okay. Und tatsächlich kann man es hier schon wieder weggehen. Hat er jetzt hier das passend dazu, dass das ja, das gemacht. Und so kann man dann kann man das Ganze dann abspeichern. File, Save As. So. Desktop. Terra. Und jetzt haben wir hier ein originales Terrain. Da kann man natürlich viel rumbasteln, kann die im Internet ausstellen oder sonst was machen und kann die dann auch in seinem Level, was man gerade hat, zum Beispiel im WED, da kann man ja immer wieder Terrains reinbauen. Zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Kann man hier, ja, machen wir jetzt mal eine neue Welt. Gehen dann hier. Auf Object, Add Terrain. Also das Ganze müssen wir speichern unter dem Desktop.
Und titel es so. Jetzt gehen wir hier auf Object, Auton. Und tatsächlich zeigt er hier unser Dings an. Und da haben wir unser Terrain auch schon. So, gehen wir mal ein bisschen in die andere Position. So. Und darauf können wir dann unser Level bauen. Können das theoretisch dann auch kopieren und dann nebeneinander setzen oder so, was wir da machen wollen. Müssen es dann nur auf die gleiche Höhe setzen. Irgendwie so. Und dann kann man hier natürlich auch dann größere haben. So geht das dann mit dem Terrain. Jo, bis dann.